Arbeit, das ist eine Gruppe, die ist in Libanon und die sind Anhänger von einem Abdullah al-Harari, heißt er, der kommt aus Harar. Man sollte noch die Geschichte ein bisschen, man sollte suchen, was dieser Harari in Harar gemacht hat, was er getan hat. Er hat sich verbündet mit den Christen gegen die Muslime und hat die Koranschulen und die Moschee zugemacht. Und viele Muslime wurden getötet durch ihn. Und dann kam er mit seiner Fitna nach Libanon. Von wem wurde der Ahbaj die ganze Zeit unterstützt? Wir müssen wach werden. Wach, wach. Zurzeit gibt es große Diskussionen über Ahbaj, Wahhabiten und solche Themen. Welche Nasiha können Sie den jungen Leuten geben, die nicht wissen, was sie machen sollen? Und wenn sie folgen, wem sie folgen sollen. Erstmal, wir folgen, das ist wichtig, dass jeder Muslim das wissen muss. Allah hat uns befohlen, dass wir Allah gehorchen, dem Propheten gehorchen und denjenigen, die unsere Sache in ihrer Hand haben, dass wir den großen Gelehrten und natürlich die Führer der Muslime oder überhaupt der Muslime. Und wir müssen als Muslime Koran und authentischen Sunna folgen, aber mit einem Verständnis. Und dieses Verständnis ist von Sahaba, von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Gefährten von Gefährten und Gefährten von Gefährten und so weiter. Deshalb, du sollst auf diesem Weg bleiben. Und bitte, eine Sache muss jeder Muslim verstehen. Die Aussagen der Gelehrten, die Meinungen der Gelehrten sind kein Beweis in unserer Religion. Das heißt, Abu Hanifa ist kein Beweis, Al-Shafi ist kein Beweis, Umar radhiyallahu anhu ist kein Beweis, Abu Bakr ist kein Beweis. Der Beweis in unserer Religion ist von Koran und authentischen Sunna. Aber wie verstehen wir den Beweis? Wie die Sahaba Koran und Sunna verstanden haben. Und die Sahaba, die Gefährten vom Propheten, sie haben das weitergeleitet an ihre Schüler, die sind Tabi'in und so weiter. Tabi'in und Tabi'in und so. Und jetzt kommen wir zum Thema. Was können wir den jungen Leuten empfehlen? Dass sie auf diesem Weg bleiben und dass sie vorsichtig werden und dass sie wach bleiben und nicht, dass sie, wal'iyadhu billah, rutschen. Indem die solchen Gruppierungen wie Ahbash-Gruppierung oder Shia oder Sufis, ich meine, überlegt euch, dass man diese Gruppen, dass man diesen Gruppen folgt. Überlegt euch, ja. Wenn jemand sagt, Sheikh, so, gib mir einen Sohn. Ich möchte einen Sohn haben von dir. Wenn das nicht Dua außer Allah ist, was ist Dua außer Allah? Manche Leute wollen das so leicht machen. Sagt, ja, wir meinen nicht den Sheikh, wir meinen Allah, aber wir sagen ja Sheikh. Dann sag ja Allah, warum sagst du ja Sheikh? Warum sind die Leute so stur? In diesem Thema, unbedingt wollen sie einen Vermittler zwischen ihnen und Allah. Einer sagt, wenn man Madad sagt, Madad, das bedeutet sozusagen wie Hilfe, da meinen wir nicht von dem Grab oder von dem Verstorbenen, da meinen wir von Allah, weil Allah alles gibt. Ja, das wissen wir doch, Allah alles gibt. Diese Aussage oder diese Erklärung heißt, es gibt kein Kafir auf diesem Leben. In diesem Leben. Es gibt kein Kafir. Es gibt kein Muschrik, kein Kafir. Das heißt, der Muschrik wird kommen und sagen, ja, wenn ich auch sage, o Gräber, o Götze, dann meine ich nicht die Götze, weil Allah alles macht. Aber ich suche nur Nähe zu Allah, indem ich sage, ja, Götze. Ja, was ist der Unterschied dann zwischen den Leuten von Mekka? Was ist der Unterschied zu den Christen? Was ist der Unterschied zwischen Leuten, zu den Leuten, die Bäume anbeten? Hat der
Prophet erlaubt, dass man über die Gräber was baut? Hat der Prophet erlaubt, dass man die Gräber zu einem Platz macht, dass man dort Bittgebet macht und betet? Oder hat der Prophet verboten, dass wir auf die Gräber, zu den Gräber, auf dem Friedhof beten? Und ich sage euch nur etwas, was wichtig ist, Barakallahu fikum, Barakallahu fikum. Wir haben so viele Beweise, zum Beispiel zu einem Thema. Und irgendwann passiert etwas, was nicht sozusagen beweiskonform ist. Da sollte man nicht diese Sache, du hast 1000 Beweise für ein Thema und eine Ausnahme passierte, dann machst du die 1000 Beweise beiseite und du nimmst die Aufnahme, das ist Gelüstfolgen. Das ist Gelüstfolgen. Da soll man vorsichtig sein. Gibt es Wahhabiten? Wer sind die Wahhabiten eigentlich? Da müssen wir erklären. Wer sind die Wahhabiten? Die Wahhabiten sind für die Schia und die Sufis die Leute, die sagen, du darfst nicht beim Gräber schlachten, du darfst nicht von den Verstorbenen bei den Gräbern Segen ersuchen, du darfst nicht einen anderen außer Allah rufen, du darfst nicht einen Vermittler nehmen, dann bist du Wahhabit. Ist das Wahhabite, wenn man sagt, ja Allah, ich will nicht sagen, mit Position von Sheikh so, oh Allah, gib mir das. Wenn ich das nicht sage, habe ich Sünde begangen? Nein. Aber wenn ich sage, mit Position von Sheikh so, Sheikh so, der verstorben ist, und ich gehe zu seinem Grab, einige Gelehrten sagen Bid'ah, andere Gelehrten sagen Schirk. Das ist problematisch. Aber wenn ich nicht sage, Bid'ah Fulan, das ist kein Problem. Und dann überlegt euch, Subhanallah, was diese Leute machen. Aber wenn man, Barakallahu fikum, bei Sufis, übrigens, Sufi und Schia sind eins, identisch. Identisch. Die gleichen Grundlagen, alles identisch, außer eine Sache. Die Schia angeblich mögen Ahlul Bayt und die Sufis mögen die Sahaba. Aber diese Gruppe von Ahbash, pass auf jetzt, die Sufis, einige von ihnen, die sagen, der Papst ist kein Kafir. Wir dürfen niemals niemanden als Kafir bezeichnen. Die Ahbash, die sagen, die Gelehrten im Islam sind Kuffar. Überlegt euch. Die Sufis reden nicht schlecht über Sahaba. Die Ahbash reden schlecht über Sahaba. Über einigen, natürlich nicht über alle. Ihr wisst ja, wenn die was hören, sagen, nein, wir sind nicht so und so. Lahbash in Nordamerika, die haben die Richtung von Qibla geändert. Die beten nicht in Richtung Mekka. Die sagen, doch, wir beten in Richtung, aber das stimmt nicht. Komischerweise auch die Ahbash sagen, dass die Leute, die Imame von Haram, Wahhabiten sind. Und die Wahhabiten für sie sind keine Muslime. Was machen Sie mit dem Gebet? Sollen wir Sie fragen? Nur dazu, Barakallahu fikum, Ahbash, das ist eine Gruppe, die ist in Libanon und die sind Anhänger von einem Abdullah al-Harari, heißt er, der kommt aus Harar. Man sollte suchen, was dieser al-Harari in Harar gemacht hat, was er getan hat. Er hat sich verbündet mit den Christen gegen die Muslime. Und er hat die Koranschulen und die Moschee zugemacht. Und viele Muslime wurden getötet durch ihn. Und dann kam er mit seiner Fitna nach Libanon. Von wem wurde der Ahbash die ganze Zeit unterstützt? Wir müssen wach werden. Wach, wach. Die syrische Armee und syrische Geheimdienst
haben Al-Ahbash unterstützt in Libanon. Fragt man die Libanesen. Fragt man die Leute aus Libanon. Und übrigens, die meisten von Ahbash, die sind auch keine ursprünglichen Libanesen. Ich meine jetzt nicht Nationalismus oder sowas. Ich bin selber kein Libanese. Und mir Nationalismus ist egal. Aber die kommen aus der Nähe von Mardin. Und die sind dann nach Libanon gekommen, weil diese Leute so sophistische Züge haben. Und dann kam dieser Al-Harari und er könnte so richtig lügen und er könnte sie richtig betrügen. Dann haben sie ihm gefolgt, die Armen. Weil die sind Opfer, die meisten von Ahbash, die sind Opfer. Die sind keine jetzt Leute, die, sage ich jetzt, viele von ihnen auch wissen nicht viel über Religion. Und das geht bei ihnen um diese Themen. Sufismus mit ein bisschen Politik, mit ein bisschen, sage ich jetzt, wie wenn du etwas kochst, ja, ein bisschen so Gewürze und so. Deshalb diese Mischung Ahbash, die sind keine Schafi'ia, die sind keine Sufis, die sind keine Asha'ira. Übrigens die Aqidah von Asha'ira auch. Wenn du das vergleichst mit Aqidah von Shia, hört mal richtig zu heute, wenn man sagt Wahhabiyya. Wer benutzt dieses Wort heute? Gegen Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Shia, Ahbash, Asha'ira, Sufis. Sind wir Wahhabiten? Nein. Wir sind Muslime. Alhamdulillah. Sind Muslime. Folgen wir dem Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab? Auch nein. Wir folgen dem Beweis. Und wenn Muhammad ibn Abdul-Wahhab den richtigen Beweis gebracht hat, dann nehmen wir an. Wenn Al-Harari von Al-Ahbash richtigen Beweis bringt, mit dem richtigen Verständnis, dann herzlich willkommen, kein Problem. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, ich empfehle euch, die Religion von vertrauenswürdigen Leuten anzunehmen und solche Gruppierungen wie Ahbash und wie diese neue Gruppierungen alles beiseite zu lassen. Folge Koran und Sunna mit authentischen Erklärungen von Sahaba, von Tabi'in und von Tabi'at Tabi'in und Wallah alayhi. Lass dich nicht täuschen und viele lügen. Und lass dich nicht täuschen, dass jemand ein Buch holt und der sagt dir, schau mal hier, in diesem Buch steht hier und der bringt das und der zeigt dir, der sagt und der sagt, ja. Dies nennt man im Arabischen Shenshenaton. Na'rifuha min Akhzam. Lass das. Die Sache ist so, was ist die Grundlage unserer Religion? Was ist die Grundlage des Islam? Subhanallah, man kann das nicht glauben, dass ein Muslim die Grundlage der Religion nicht kennt. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten entsandt? Warum kamen die Propheten? Warum? Damit wir Allah allein und einzig anbeten und kein Vermittler nehmen. Wenn man zu einem Grab geht und von dem Verstorbenen verlangt und man sagt, der Sheikh lebt in seinem Grab. Okay. Ist der Sheikh jetzt tot oder lebendig? Was ist? Die sollen uns sagen, was denkt ihr? Ist der Sheikh tot oder lebendig? Ist der Sheikh am Leben oder gestorben? Frag mal die Sufis. Der sagt nicht, dass der Sheikh gestorben ist. Der sagt Marqad, wie im Schlaf. Und die sagen, der Sheikh ist am Leben. Manche akzeptieren nicht. Jetzt, es gibt eine Gruppe von Taliban in Afghanistan zum Beispiel. Du darfst nicht vor ihnen sagen, der Prophet ist gestorben. Wenn du sagst, der Prophet ist gestorben, dann töten sie dich. Da werden einige sagen, ja, woher hast du diese Information? Frag erstmal, bevor du mich fragst. Auf jeden Fall, ist der Sheikh am Leben? Wenn sie sagen, ja, okay,
dürfen seine Kinder die Erbe von ihm nehmen? Darf die Frau von ihm nach 4 Monaten und 10 Tagen heiraten oder nicht? Wenn sie sagen nein, dann wieso gibt es Erbe und gibt es die Frau, die kann heiraten, der ist noch am Leben? Wenn sie sagen, der ist gestorben, dann wieso ruft ihn? Wieso ruft ihr den Scheich, wenn er gestorben ist? Allahu Akbar. Aber wenn man nicht denken will. Ja Hussein, ja Hussein, ja Jilani, ja Jilani. Madad, Madad. Wenn man nicht denken will, dann wird man solche Sachen sagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und da sagt man immer, schaut mal, immer dieser Betrug, das bedeutet wirklich, manche von ihnen könnten Politiker im 21. Jahrhundert sein. Weil die meisten, die lügen, sind Politiker. Und manche auch, die können so interpretieren, subhanallah, sagt ihr, ja, wenn wir sagen, ja Jilani, ja Hussein, ja Sheikh, ja Verstorbener, oh so, dann meinen wir nicht die Person. Da meinen wir Allah. Ja, wenn du Allah meinst, warum sagst du nicht, ja Allah? Wo ist dein Problem, dass du sagst, ja Allah? Ist Allah besser oder die anderen? Dann sagt ja Allah direkt. Nein, die sind so stur. Die müssen das so machen. Als ob das eine Grundlage in der Religion wäre. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Subhanallah. Das heißt, die Kuffar von Quraysh, die haben gesagt, die Götzen, die können nicht hören, die können nicht sehen, die können nicht. Aber, und wir wissen, dass Allah alles erschaffen hat, aber wir nehmen diese Götzen als Vermittler, dass wir näher zu Allah werden. Ein Grab, verstorben, wir beten ihn nicht an, aber wir nehmen ihn als Vermittler, damit wir näher zu Allah werden. 1:1. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahr. Khair, inshallah. Deshalb habe ich euch erzählt und erklärt. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich sage euch etwas. Es gibt so viele Muslime. Es gibt Muslime, die in die Hölle kommen und Muslime ins Paradies. Und der Weg der Wahrheit ist klar, Allah. Und jeder Muslim, der die Wahrheit hört, das kommt ins Herz. Und die Unwahrheit, der Muslim ist. Der hat etwas, der sagt, das kann ich nicht. Überlege dir die ganze Zeit, jemanden zu rufen, der schon verstorben ist. Warum? Ruf denjenigen, der niemals stirbt, der immer am Leben ist. Ruf Allah. Warum rufst du Verstorbene? Möge Allah später uns bewahren.